Hallo, schönes Du und sowas von herzlich willkommen bei deinen Joy-Bombs! Wir sprechen heute über das Thema energetischer Schutz. Energetisch schützen, das Gefühl zu haben, sich energetisch vor etwas schützen oder vor jemandem schützen zu müssen. Und die Sophie ist schon vor dem Podcastgespräch ein bisschen heiß gelaufen, deswegen ohne weitere Umschweife. Liebe Frau Czerny, herzlich willkommen in den heiligen Hallen der Joy-Bombs. Möchten Sie direkt mal loslegen? Hallo, süße Daniela. Ja, legen wir los. Soll ich wieder die Bad Joy-Bomb sein und gleich mal... Was habe ich denn gesagt vor unserem Podcast, vor unserer Aufnahme? Die Daniela hat mich gefragt, was möchtest du sprechen über energetischen Schutz? Und ich habe gesagt, dass es ein Blödsinn ist. Du hast Bullshit gesagt, Baby. Ah, ich habe gesagt, dass es Bullshit ist. Tada! Joy Bomb! Folge ist zu Ende. Einen wunderschönen Tag für dich. Ciao. Herzlich willkommen in Sophies Welt. Okay. Magst du da mal ein bisschen drauf eingehen? Na gut, weil ich weiß, manche Menschen wundern sich jetzt vielleicht und sagen, was? Aber ich habe das so gelernt. Ich muss mich energetisch schützen. Was ist, wenn du dich tatsächlich nicht energetisch schützen musst? Was ist, wenn du dich gar nicht vor irgendjemanden oder irgendetwas schützen musst? Das Ding ist, wenn du beschließt, dass du dich schützen musst, hast du irgendwo beschlossen, dass du im Nachteil bist, dass du mit etwas nicht umgehen kannst. Und du hast auch beschlossen, dass du etwas nicht empfangen kannst. Bewusstsein umfasst ja alles und bewertet nichts. Und das bedeutet aber auch oder setzt gleich, dass du alles empfängst. Wenn du jetzt jemanden bewertest, weil du sagst, du musst dich vor ihm energetisch schützen, sagst du automatisch, okay, von dieser Person möchte ich nicht mehr empfangen. Okay. Was ich immer total damit in Verbindung bringe und wo vielleicht auch so ein bisschen die Verwechslung passiert ist. Von jemandem zu empfangen, bedeutet nicht, dass du dir von der Person auf die Fußmatte kacken lassen musst. Mhm. Ja, also es bedeutet nicht, dass du mit dir alles machen lassen musst, dass du der Spielball bist oder so, was ja, also wo ich glaube, dass da so dieses Thema ein bisschen herkommt, ne? Dass wir halt... Also dass zum Beispiel auch das Wort Abgrenzung so benutzt wird, als müsst du wirklich Mauern aufstellen und dich vom, ja, wieder vom Fluss des Lebens abschneiden, ne, wie du gerade schon gesagt hast. Und was ist, wenn es das aber gar nicht ist, sondern wenn Abgrenzung tatsächlich nur bedeutet, dass du für dich klar bist, dass du deinen Platz einnimmst, dass du dir erlaubst, alles zu sein, alles zu empfangen, aber ohne immer der Effekt sein zu müssen von irgendwem anderen, ohne dass du dich kontrollieren lassen musst vielleicht, auch ohne dass du, ja, wie Sophie gerade schon gesagt hat, dir weiterhin die Geschichte erzählen musst, dass du im Nachteil bist, dass du in irgendeiner Form auch wehrlos bist, ne? Das kommt ja da auch so ein bisschen her, so dieses machtlos, ohnmächtig, wehrlos, die Person ist stärker als ich in irgendeiner Form, die kann mir was. Genau, das heißt, wenn du sagst, du musst dich energetisch schützen, machst du den anderen größer und dich selbst wieder kleiner. Das heißt, du holst dich wieder aus deiner eigenen Macht und deiner Stärke heraus. Und vielleicht ist ja gar nicht die Frage so nach einem energetischen Schutz, sondern mehr so, welche Energie erlaube ich mir hier nicht zu sein, um eben nicht der Fußabstreifer zu sein von der Person? Wo erlaube ich mir nicht diese Energie zu sein von, hey, bis hierher und nicht weiter? Wo erlaube ich mir nicht die Energie zu sein von, nein, nicht mit mir? Und da sind wir wieder genau bei dem Thema, dass ich muss es einfach mit anbringen. Es geht gerade gar nicht anders. Okay, dann hau raus. Okay, meine Güte, dass ich auch finde, dass es so unfassbar wichtig ist, dass wir uns erlauben, einfach alles zu sein, jede Energiequalität zu sein. Und nochmal, das bedeutet nicht, dass du dann, keine Ahnung, jemandem Leid zufügst oder sowas, sondern die Energie von etwas zu sein, bedeutet einfach nur klar auf deinem Platz zu stehen und zu sagen, stopp. Und manchmal braucht es da auch gar nicht viele Worte, sondern wirklich nur diese Erlaubnis, dass du sagst, sag mal, nein, bis hierhin und nicht weiter, so wie Sophie gerade gesagt hat. Und das, was ich eigentlich sagen wollte, ist,
was ist, wenn wir uns einfach wieder erlauben, also auch das wieder als liebevolle Energie in unserem Leben wahrzunehmen? Weil, ne, so Sophie sagt immer, ja, sie ist die Bad Joy Bomb und so weiter. Und wie ich das aber empfinde, ist, wenn sie halt Dinge auf den Punkt bringt und klar rausbringt, für mich ist das, also für mich bedeuten klare Grenzen, egal wie sehr es mich auch triggert, ne? Oder also wenn ich Klarheit von jemandem empfange, macht es auch manchmal was mit mir, weil ich mir, ne, kann ja auch was hochbringen. Aber was es ultimativ kreiert, ist immer ein Gefühl von Sicherheit, von Eier geil. Weil wenn die Person sich erlaubt, klar zu sein und klare Grenzen zu haben, kann ich mir das auch erlauben. Also es ist pure Liebe. Ja, ich würde so, also ich bezeichne es dann so, es ist eine Einladung. Ja. Du bist dann wieder die Einladung für den anderen, auch klar zu sein. Mhm. Ja, und ich habe das ja viel erlebt in so Körperarbeit. Zum Beispiel die Access Bars, Access Körperprozesse. Ich kriege immer wieder diese Frage auch so, sich körperlich zu schützen. Also es geht nicht nur um diesen Schutz, den wir ja so jetzt im Außen, dieses, okay, mein Ex-Freund, wie kann ich mich energetisch vor ihm schützen, sondern auch mit dieser ganzen, ja, in den ganzen Körperkreationen, so nenne ich es gerne. Ich sage nicht gerne Körperarbeit, weil es ist keine Arbeit. Genau, also in all diesen Körperkreationen. Und ich liebe das zum Beispiel, weil wir sagen immer, okay, tausch mit so vielen Leuten wie möglich aus, weil der eine hat eine Ansicht, die teilst du vielleicht. Und wenn er sie aus seinem Universum eliminiert, dann steht die Chance sehr hoch, dass du sie auch in deinem Universum eliminierst. Und ohne Anstrengung, ne? Danke, ohne Anstrengung, also wieder mit dieser Leichtigkeit. Und was ist, wenn man sich da auch nicht schützen muss? Weil da beschließe ich ja auch, irgendetwas ist mit dem anderen falsch oder irgendwas läuft bei ihm nicht rund und jetzt muss ich mich vor ihm schützen, weil sonst nehme ich ja sein ganzes Zeug ab. Ja. Und dann sage ich aber wieder, ich bin im Nachteil. Ja. Und ich habe nicht die Macht darüber. Nur du hast die Macht, wenn du dein Gewahrsein anerkennst zum 10.000. Mal jetzt. Klare Worte hier. Wenn du dein Gewahrsein anerkennst, dass du zum Beispiel, okay, du bist ja gewahr, okay, der hat vielleicht viele Entitäten um sich herum, wir haben ja auch schon über Entitäten gesprochen, was es ist, oder okay, also du nimmst einfach irgendetwas bei ihm wahr, ganz egal was, dann bist du schon nicht der Effekt, weil du dir darüber bewusst bist. Ja, ja, total. Ich würde da echt nochmal gerne über das Thema Gefühle sprechen, wenn wir schon mal hier so beieinander sind. Weil ich ungefähr den Großteil meines Lebens geglaubt habe, der Effekt der Gefühle der anderen Menschen zu sein und ja, ganz offen kommuniziert. Ich habe das auch noch manchmal, dass es sich so anfühlt in meinem Körper, weil, wie Sophie gesagt hat, ich halt da wieder so einen Moment hatte, ne, wo ich meine Wahrnehmung nicht anerkenne, wo ich mir nicht erlaube zu wissen, was ich weiß in dem Moment. Und was ist, wenn wir das aber wirklich einfach verändern können? Und wenn du dir verdammt nochmal erlaubst, dass du kein Opfer bist. Und auch wenn du dich, ja, und ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen hart, aber auch wenn du dich in irgendeiner Form benachteiligt fühlst in deinem Leben, auch wenn du das Gefühl hast, ne, was auch immer, egal ob emotional benachteiligt oder aufgrund deiner Geschichte, aufgrund von körperlichen Geschichten, was ist, wenn dieses Anerkennen von dem und dieses wirklich dich zu dir und deinem Körper und dem, was du in diesem Leben verkörperst und bist, zu bekennen, einfach auch, ja, mal blöd gesagt, aber dein bester Schutz ist. Mhm. Was ist, wenn es einfach wirklich darum geht, dass alles im Leben, egal ob sich das für dich, also egal ob du das als angenehm oder unangenehm abstempelst, was ist, wenn alles eine Einladung ist, einfach mehr du zu sein? Wow. Mehr dich zu leben, oder? Ja, ja, total. Und wie du richtig sagst, es geht ja nur darum, okay, was weißt du hier, was nimmst du hier wahr? Und oft, vielleicht ist das auch so ein bisschen so dieses Ding, wir glauben ja oft, wir müssen uns vor unserer Wahrnehmung schützen. Das ist ja das, was wir so ein bisschen mit diesem energetischen Schutz auch tun. Das heißt, wir machen uns eigentlich automatisch wieder so ein bisschen blind und stecken unser Gewahrsein eher wieder in die Tasche, anstatt es hervorzuholen und einfach auch damit dann in der Frage zu sein, okay, was ist es? Was nehme ich hier wahr? Was weiß ich hier?
Und das finde ich sehr spannend. Also mit diesem energetischen Schutz drehst du eigentlich dein Gewahrsein wieder ab. Und was auch noch dazu kommt, ist, ich mache das ja oft auch so mit den in den Körperprozesskursen, dass ich die Leute mal so das selber probieren lasse. Wie ist das, wenn sie sich schützen? Und wie ist es, wenn sie sich nicht schützen? Habe ich in meinen Klassen auch gemacht. Das ist so geil. Es ist so geil. Oh Gott, ist das geil. Das, was wir immer entdecken, ist derjenige, der am anderen Körper jetzt etwas macht und denkt, er muss sich schützen. Sobald er sich schützt, fährt der andere die Barrieren hoch. Und ich demonstriere das so haargenau in diesen Kursen, dass die Leute das einmal checken, so, oh wow, was passiert eigentlich, wenn ich bestimme, ich muss mich vor etwas schützen. Wir schneiden uns wirklich von diesem Empfangen ab. Und jetzt können wir auch die Frage stellen, okay, was ist es, dass wir uns wieder vom Empfangen abschneiden? Ja, weil wir beschlossen haben, dass wir mit etwas nicht umgehen können. Genau. Lass uns mal noch ganz konkret eine Sache ansprechen, auch wenn das wieder mal so eine hängengebliebene Schallplatte ist, aber wir können es einfach nicht oft genug sagen. Was du konkret tun kannst, ist, deine Barrieren abzusenken. Immer wieder. Und wenn das pro Tag 50 Mal ist. Erinnere dich daran, sobald du Kontraktion in dir spürst, sobald du Enge in deinem Körper spürst, sobald du wahrnehmen kannst, dass irgendwas hakelt oder ist, ja, atme, lass deine Barrieren runter und dehn dich aus. Mach dich weit. Erlaub dir, da zu sein, du zu sein. Ja. Und erlaub dir, du selbst zu sein, erlaub dir, alles zu empfangen, was es zum Empfangen gibt. Bewerte es nicht als etwas Gutes oder Schlechtes. Und ja. Mega. Geiles Thema. Sehr geiles Thema. Yay. Und wir freuen uns natürlich, wenn du uns wieder dazu schreibst und uns sagst, was es in deinem Universum verändert hat. Total, auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören. Danke, du liebe Joybomb. Zünde die Joybomb und lebe deine Freude. Nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.